Und dann an dieser Stelle auch wieder herzlich willkommen bei YouTube. So, wir spielen wieder ein Röntgen Graveyard Keeper. So, wir haben heute den Schlangentag. Das soll uns aber erstmal nicht jucken. Denn ich möchte euch was zeigen. Ich hatte ja zwischen den letzten beiden Streams, also zwischen dem heutigen Stream... Irgendwas ist hier gerade so ein bisschen... Na, egal. Und zwar, ich habe, wie ihr hier seht, eine Menge Holz, eine Menge Stein und ich habe noch irgendwas anderes. Fällt mir gerade nicht, was habe ich noch gemacht? Achso, Fisch. Fisch habe ich geholt. Ich habe nämlich in der Aufnahmepause zwischen den Streams habe ich nämlich noch, wie gesagt, ich habe Holz gefällt, ich habe Stein geklopft, ich habe ein bisschen gefischt, weil das alles immer ein bisschen länger dauert. Und damit ich das nicht im Stream machen muss, dachte ich mir, ich mache das halt privat. So, und bei dieser privaten Rumlauferei ist mir auch endlich aufgefallen, warum uns bei den Technologien dieser Zweig fehlt. Weil wir wissen ja, okay, das ist ja hier die Anatomie und hier steht es ja Anatomie und Alchemie. Also ist das Anatomie und Alchemie. Und mir ist eben beim Fischen aufgefallen, welchen Bereich wir noch nicht so wirklich durchleuchtet haben und wo wir eventuell die Person finden könnten, die uns diesen letzten Zweig freischaltet. Behaupte ich jetzt mal. So. Genau, ich kann es immer noch wieder hochstellen. Wir reden hier gerade im Chat über die Sounds, die ich gerade mal präsentiert habe. Da diskutieren wir noch gerade drüber. Das muss ich mal kurz nebenbei mitlesen. Wenn ich vage glaube. Ach Gott. So, wie dem auch sei. Wir gehen jetzt erstmal einmal los und zwar in den Sumpf. In den Sumpf. Ich hätte es mir natürlich auch einfacher machen können, weil wir haben ja hier die Karte. Ich kann es ja auch euch mal so zeigen. Hier steht ja eigentlich überall drin, wo wir was finden. Hier wird es natürlich markiert, wo wir angeln können, wo das Dorf ist, wo wir hier einzelne Sachen finden. Das sieht man an der Symbolik, dass das ein Schmied ist. Eine Waage, da wird also der Händler sein, schätze ich mal. Dann ist hier natürlich, ist natürlich die Taverne. Viehzucht ist hier oben, Holz ist hier oben. Das sehe ich jetzt gerade gar nicht, was das hier ist. Irgendwas mit Stein, schätze ich mal. Hier die Weizenfarm, das ist also alles markiert. Genauso wie hier Camp, da steht alles da. Hier Leuchtturm, hier Fischerei, ist alles dabei. Und wenn wir jetzt einmal nach ganz links gehen, und das ist mir nämlich nicht aufgefallen, weil ich so ein schlauer Mensch bin. Hier war ich fischen. Das habe ich wirklich gemacht. Bin hier rübergelaufen, zack, habe hier ein bisschen gefischt. Und hier ist Hexenland. Hexenland, so. Das heißt, wir müssen da zu der Uschi hin. Also die Frage, wie gehen wir da jetzt am günstigsten hin? Wir können, ob wir hier durchkommen. Vielleicht haben wir hier den kürzeren Weg. Ich versuche mal nach oben zu gehen. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Hexe besuchen. Und ich behaupte mal, dass die uns dann Alchemie freischaltet und dass wir dann ein Stückchen weiterkommen. Weil Alchemie brauchen wir natürlich dann auch zum Herstellen von gewissen Dingen. Es gibt eine Karte. Es gibt eine Karte, die der Nordisch nicht benutzt. Das finde ich nämlich zu einfach. Es wäre zu einfach, das zu benutzen. So, deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier tatsächlich zum Hexenland kommen. Ich weiß, wie wir unten rumkommen. Naja, also auch nicht wirklich, aber wie wir da zumindest in die Nähe kommen. Ich sehe, dass mich schon so kommen, dass es hier nämlich nicht geht. Ist es? Geht nämlich nicht hier. Also hier kommen wir doch nicht lang. Oder wir müssen noch ein Stück durch. Also den Weg hatte ich letztens per Zufall gefunden. Deswegen, ich stand plötzlich vor dem Hexenhäuschen. Da kommen wir nämlich nicht lang. Ich stand nämlich vor dem Hexenhäuschen und dann dachte ich mir, okay. Ich hatte erst den Finger drauf und wollte mit ihr sprechen, aber ich dachte mir, nee, Moment, du bist ja blöde. Du willst das ja im Stream machen. Du willst doch das im Stream zeigen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier wieder uns den Weg bahnen. So. Irgendwo müssen wir uns hier den Weg bahnen. Ach egal, so lange spielst du Graveyard ja auch noch nicht. Hust. Eben genau, wir haben jetzt mehr oder weniger gerade erst angefangen. Ich denke mal, dass wir das nachher hier vielleicht freischalten können, weil hier ist nämlich so ein Schild. Ich denke mal, dass wir da vielleicht so eine Abkürzung zum Hexenhäuschen kriegen. Das Problem ist, es wird jetzt dunkel und der Monitor spiegelt so ein bisschen merkwürdig. Dass ich das nämlich schlecht sehen kann, wo man jetzt hier rüberkommt und wo nicht. Deswegen muss ich das mal so ein bisschen ausbaldowern. Aber es gab hier irgendwie einen Weg. Ich meine, das ging hier unten irgendwie lang. Dann bist du irgendwie bei diesem Steg, wo du dann halt auch fischen kannst. Und dann kommst du da irgendwie wieder nach oben und dann hast du da irgendwie was, bist du irgendwie bei der Hütte. Irgendwie sowas war da. Ich glaube, hier sind wir schon mal gar nicht so verkehrt.
Da können wir sowieso nicht. Ich finde das komisch, dass wir hier nicht längs können. So, hier ist es zum Fischen. Ich glaube, hier muss ich links vorbeigehen. Und dann irgendwie so wieder nach oben. Das ist ein ganz komischer Weg, ist das. Muss man sich so ein bisschen durch den Sumpf prügeln. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Muss man natürlich noch ein bisschen nach vorne gucken. Hier einmal rum und dann da wieder rum. Ich will hoffen, dass wir nachher eine Abkürzung haben. Bei dem langen Weg habe ich keine Lust, da jedes Mal zu der Hexe zu latschen. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Das war hier irgendwo auf der Ecke. Da haben wir noch ein bisschen Metall. Nee, da unten ist und hier noch rum. Ah, guck mal, das ist das Häuschen. Da ist das Häuschen. Frage ist, müssen wir oben lang oder hier unten? Kommen wir da rüber? Oder müssen wir da lang? Kann ich hier nicht irgendwas wegbuddeln? Bin auch nur bis hier gekommen. Also ich bin das letzte Mal tatsächlich hier längs gegangen und habe das dann Häuschen hier gesehen. Und hier ist natürlich jetzt auch die Hexe nicht da. Da müssen wir einen Augenblick mal auf die Hexe warten. Oder kommen wir hier oben lang? Kann auch sein, dass wir hier noch einmal rumlatschen müssen. Toll. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Da kommen wir nicht lang. Da müssen wir einmal im Kreisel drumherum rennen. Das wollte ich gar nicht. Na? Was haben wir hier? Was steht da drauf? E-Fertigen. Baulbrücke. Ich hab's doch geahnt. Okay, was schreiben wir mal gleich auf, bevor ich dann wieder rumrenne. Wir brauchen 6-mal. Was war das jetzt? 6-mal Balken, ne? 6-mal Balken. 6-mal Balken, 3 Planken. Dann machen wir das nämlich zum nächsten Mal auf jeden Fall fertig. Und 10 Nägel. Nägel. So. Der kommt schon gezielt zu der Hexe. Die findet man immer nur per Zufall. War schon bei Hänsel und Gretel so. Ja, hast du natürlich nicht ganz unrecht. Oh, scheiße, wir müssen eigentlich... Wir dürfen die Scheiße nicht auch wieder zurückrennen. Das ist ja das, was mich so ein bisschen abnervt. So, hier, Hexilein. Grauschopf. Zack. Bin fort mit dir, böser Geist. Kloto. Ich bin kein Geist, ich bin der Friedhofswärter. Ich mache Geister. Bist du sicher, dass du echt bist? Nicht hundertprozentig, aber ziemlich sicher. Ich glaube, du könntest Kloto, die Sumpfhexe, sein. Kloto, findet Kloto. Ich meinte Kloto. Das ist ähnlich so. Achso. Oh, das würde eine meiner Theorien erklären, zumindest teilweise. Komm näher, Süßer. Ach Gottes Willen. Sehe ich eher aus wie eine Hexe oder eine Märchenprinzessin? Was meinst du? Eine Hexe. Aua, aua. Da hast du wohl recht. Ich bin zu schlau, um eine Prinzessin zu sein. Genau. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche auch deine Hilfe. So ein Pech für dich. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Ich brauche die Bienen für den Bienenstock, die kann ich nicht einfach kochen. Trink das, die Zutaten sollten schon im Kessel sein. Viel Glück wünscht dir du aus... Was? Die Zutaten sollten schon im Kessel sein, bla bla. Viel Glück wünscht dir du aus... Hä? Und hast du es versucht? Siehst du hier vielleicht irgendein Kessel rumliegen? Nein. Ich auch nicht. Wir haben also zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte nicht zu schwierig sein, oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Ich soll sie also besorgen. Wo finde ich denn einen Kessel? Oh, ich brauche einen großen Kessel. Ein guter Schmied weiß bestimmt, wie man einen fertigt. Naja, wir sind ja selber Schmiede, also können wir doch selber so ein Töpfchen machen. Oder, keine Ahnung. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Okay. Du hast neue... einfache Alchemie. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Alchemietisch. Genau, den haben wir nämlich gebraucht. Blaupause Handmischer und Blaupause Alchemie Mühle. Sehr schön.
Mein Vogelfreund hat mir erzählt, dass du einen Garten hast. Stimmt das? Ja, ich pflanze Getreide an. Bist du interessiert daran, einer alten Frau zu helfen? Immer doch. Ich mache hier nichts anderes, als zu helfen. Was brauchst du? Kürbis. Einen silbernen Kürbis. Und dann bringe ich dir bei, wie man Kürbissuppe macht. Ich mag keinen Kürbis, also im Real Life. Gut, also müssen wir auch nochmal Kürbis anpflanzen. Und dann auch noch einen silbernen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nachher den guten Dünger, weil sonst kriegen wir sonst Probleme. Was natürlich jetzt die Frage ist, wir sind ja mit dem Inquisitor ja auch zugange und wir haben hier eine Hexe. Hexe, Inquisition. Hexe, Inquisition. Ja, schwierig. So. Hätte er mal auf die Brotkrumenspur geachtet. Ja, die haben sie alle aufgefressen, die Vögel. Den Zettel hat sie sich selbst geschrieben. Ja, das kann natürlich sein. Milkman. Oder Milkman. Doch, Milkman, ne? Milkman. Herzlich willkommen. So. Hier gucken wir mal kurz rein. Also gib ihr den Kessel, haben wir dann. Gib ihr den Heiltrank. Den Heiltrank, den kriegen wir zur Not noch aus dem Dungeon. Gib ihr einen silbernen Kürbis. Ich brauche deine Hilfe, dafür brauchen wir 20 Punkte. Also müssen wir auf jeden Fall eigentlich beides machen. Oder wir machen nur das mit dem Heiltrank, aber das macht natürlich auch keinen Sinn. Verlassen. Gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Wir haben jetzt einfache Alchemie. Das können wir uns gleich mal angucken. Ah, komm. So, was haben wir denn hier? Das war nämlich auch so Balsamierungsflüssigkeit. Da sind wir nämlich an dem Punkt, was wir nämlich auch für die Leichen nutzen können, dass wir nämlich einbalsamieren können. Das bringt uns, glaube ich, das ist, glaube ich, gut gegen toxische Leichen. Das war nämlich dann auch so. Das ist schon... So, wir schalten mal frei. Einmal... Da können wir mal reingucken. Herstellung. Laugeninjektionen. Diese Flüssigkeit kann eine Leiche auf dem Balsamiertisch hinzugefügt werden, um ihre Eigenschaften zu modifizieren. Balsamiereffekt plus einen roten plus einen weißen, gefertigt an Kirchenarbeitstisch. Da gibt es dann nachher noch einen Leberkleber. Da steht Kleber. Das soll aber sicherlich Leber heißen, oder? Diese Flüssigkeit kann einer Leiche auf dem Balsamiertisch hinzugefügt werden, um ihre Eigenschaften zu modifizieren. Balsamiereffekt plus einen weißen. Da steht aber Kleberinjektion. Heißt das Kleberinjektion oder soll das dann Leberinjektion heißen? Aber wir haben hier auch keine Leber, also von daher ist es... Einbalsamieren, was haben wir da? Herstellen Ruhestättengebet. 20 bis 50, das ist natürlich geil. Für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt, alle Verstorbenen sind in deinem Friedhof willkommen. Effekt, Predigt, Einnahmen plus 25 bis 75%, Predigt, Glaube plus 10, Glaube mal 1 bis 3 plus 20 für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Alle Verstorbenen sind in deinem Friedhof willkommen, gefertigt an Tisch. Oh Gott, das ist... Kleberinjektion. Konservierungs... Achso, das ist Kleber. Das ist tatsächlich Kleber. Das ist tatsächlich Konservierung. Und das ist Wiederherstellungsinjektion. Das gucken wir uns später mal an, wenn wir das freischalten. Minus... Ach, guck mal, das ist geil hier. Guck mal, minus 2 rote plus 2 weiße. Das ist natürlich geil. Plus 2 rote, das ist auch nicht so schön. Destillationswürfel. Oh Gott. Einbalsamieren 2. Einbalsamieren. Das müssen wir eigentlich auch mal freischalten hier. Dann schalten wir erstmal das frei. Reicht das von den Punkten her? Wir haben Rot, können wir uns locker leisten. Das ist nicht das Thema, dann haben wir über 300. Dann würde ich das ganz gerne noch machen. Leichenhallenregal. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Machen wir das noch mit? Was ist das? Blaupause Alchemietisch 2. Destillations. Das lassen wir erstmal. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel forschen, weil wir müssen noch erstmal andere Sachen tun. Also von daher passt das schon. So, ja, Deko, dann schön, dass du da gewesen bist. Und dann sehen wir uns bald beim nächsten Stream wieder. Ich muss eigentlich auch bald in die Kiste, davon abgesehen. Ich mache immer länger und wundere mich dann am nächsten Tag, warum ich dann so müde bin. Ist natürlich eine Sensation. Müssen wir nur beim nächsten Mal dran denken, dass wir die Brücke fertig machen. Hier kommen wir auch durch, ne? Sind wir hier irgendwie? Ne, kommen wir durch. Dann müssen wir wieder zurückkommen hier. Scheiße. Sind wir hier oben längst gekommen? Irgendwie da, ne? Da sind wir, glaube ich, durch. So.
Bam, 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 bam. Nee, da kommen wir nicht durch. Wollen wir noch ein bisschen Eisen mit? Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit. Wenn wir schon mal hier sind. Hätten wir auch das Eisen hier gleich mitnehmen können. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht, die Schlaumeier. Ich frage mich immer noch, wo dieses Schluckaufgras ist. Ob das hier irgendwo rumoxidiert? Vielleicht müssen wir es auch nochmal separat freischalten, dass wir es überhaupt sammeln können. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich natürlich nicht. Dumm, die dumm, die dumm. So, mal Eisen. Wird schon wieder dunkel, wa? Oh. Achso, Ah, Schluck auf Gras. Da, ah, rein durch, per Zufall. Das sind also die Weißen. Ah, okay. Aus Versehen gedrückt und zack. Da nehmen wir gleich mal ein bisschen was mit. Das ist ja cool. Haben wir gleich hier schon wieder ein Problem gelöst. Ey. Haben wir hier auch noch ein bisschen Schluck auf Gras? Nehme ich gleich ein bisschen mehr mit. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was wollte der denn haben? Bring dem Händler Schluck auf Gras. Keine Ahnung, wie viel er haben will. Dann nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr mit, für den Fall der Fälle. Vielleicht brauchen wir Schluck auf Gras ja auch noch ein bisschen später. Ja. Danke, Milkman. Auch nehmen wir hier noch ein bisschen Eisen mit. Ach, guck mal hier, wie viel. Och. Huch. Scheiße. Können wir das nicht? Nee, können wir nicht. Oder nehmen wir noch ein bisschen Schluck auf Gras mit. Müssen wir ein bisschen was mitnehmen. Können wir uns sonst zu Hause ja einlagern, falls wir noch irgendwas brauchen, ob wir vielleicht irgendwann vertickern oder verbraten können. Muss ja auch seinen Grund haben, warum so viel Schluck auf Gras hier ist. Und vielleicht können wir es auch später anbauen. Vielleicht müssen wir es sogar später anbauen. Wer weiß. Und wie viel haben wir jetzt? 13, ja, sollte eigentlich reichen. Ich glaube nicht, dass der so viel haben will. Also wird es natürlich wieder dunkel und ich habe wieder Probleme, hier durch den Sumpf zu kommen. Da ging es, glaube ich, hoch. Ja, einmal kreisförmig wegbewegen. Hoffe ich. Jo, da glaube ich nach draußen. Oder müssen wir hier schon runter? Ich glaube, hier mussten wir auch schon da. Nee, 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 nee. Wir sind eine zu früh, glaube ich. Hier müssen wir, glaube ich, rum. Hier so. Oder sonst dem Gras nach. Ich nehme alles mit. Was auf dem Weg liegt, können wir ja mitnehmen. Soll's. Ist ja nicht so schlimm. So, na siehst mal, dann haben wir den letzten Technologiezweig auch freigeschaltet. Das ist gut. Dann können wir ja Dinge tun. Ich habe mich schon gefragt, wann wir denn endlich mal einbauen. Warum kommen wir hier nicht durch? Das ist nämlich das Problem. Jetzt sehe ich nämlich nicht, wo wir hier wieder langkommen. Oh, eine Taschenlampe. Ne, Taschenlampe, so das. Und mal Gras. Immer mit Gras. Jetzt hier wieder rum. Wir müssen unbedingt dran denken, dass wir hier mal so eine Brücke bauen. Unbedingt. Weil sonst kriege ich hier dunkel wie im Bärenarsch. Kann man so sagen, wenn man sich in Bärenärschen auskennt. Aber ich gehe mal davon aus. Ich glaube, wir haben es jetzt raus. Ah. Wir mal sehen, dass wir das nächste Mal, dass wir dann diese Brücke fertig machen. Da, dass wir die Brücke fertig machen, dann brauchen wir hier nur rüberlatschen. Dann sind wir nämlich schon gleich da. Könnten wir auch gleich machen. Dann haben wir es hinter uns. So, was wollte der andere Knilch jetzt noch? Dieser NPC? Händlertag haben wir ja noch nicht, ne? Bring dem Händler Schluck auf Gras. Eine Handelslizenz, um das Geschäft zu eröffnen. Doch, das haben wir schon. Aber wir haben noch den Astrologietag. Beschaffe Säure. Um den zweiten Teil des Tagebuchs zu lesen. Das müssen wir wahrscheinlich erstmal sehr herstellen. Restaurationswerkzeug. Ach, das mussten wir doch aus der Stadt holen, ne? Das mussten wir aus der Stadt holen, meine ich. Händlertag haben wir, da haben wir nochmal Predigt, dann haben wir nochmal den Frauentag, darum ist es der Händlertag, okay. Na gut.
Auf dem Hinweg habe ich schon gefragt, warum du das Schluckaufgras nicht aufsammelst. Ich dachte, du machst es mit Absicht. Nee, ich mache das nicht mit Absicht. Ich habe nur gedacht, das wären halt ganz normale weiße Blumen. Deswegen habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Und ich habe es auch nie ausprobiert. Bis ich dann jetzt einmal aus Versehen jetzt auf E gedrückt habe. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sammeln. Und sehe dann, ey Mensch, Schluckaufgras, wie geil. Mal eben spontan gefunden. Tja, ist das geil? Ist das gut? So, okay, wir müssen mal gucken, wo hatten wir die Handelslizenz? Hatten wir die auch hier irgendwo? Jetzt geht das Gesuche wieder los. Ayuta! Wir müssen rausfinden, wo die haben. Dann können wir nämlich da auch gleich das Schluckaufgras mich dann zupacken. Wir müssen uns eigentlich auch nochmal eine Kiste machen für Quests oder sowas. Hatten wir... Ich hatte irgendwo die Handelslizenz, hatte ich doch. Hier muss ich doch irgendwo... Irgendwo haben tun. Da, das haben wir nochmal Silber, das müssten wir gleich nochmal mitnehmen. Das könnten wir eigentlich gleich mal tun, weil wenn wir da zwei Filets rauskriegen, dann haben wir nämlich vier Filets nachher für den anderen Knilch. Blutige Nägel, weißt du, wir packen das hier mal mit rein. Wir packen das hier mal mit rein und dann frage ich mich trotzdem noch, wo die Handelslizenz ist. Weil, nee, Handelslizenz, ach nee, Blödsinn. Ich rede Blödsinn, ich verwechsel das gerade. Ich verwechsel gerade die Handelslizenz. Bringe ihm die Handelslizenz. Wir hatten aber nur diese, die hatten nur die Lizenz, na sag schon, dass wir halt in die Stadt dürfen. Diese Lizenz hatten wir. Oder diese, den Passierschein. Den hatten wir. Wir hatten die Handelslizenz gar nicht. Red Blödsinn. Wo ist Ayuta heute? Das weiß ich leider nicht. Wir brauchen echt die Säure. Die Säuremanagerin. Ja, die auch, aber vor allem die Kistenmanagerin. So, da müssen wir auch nochmal bei. Wir haben aber leider noch nicht den. Da müssen wir auch nochmal bei hier. Ach, wir müssen so vieles. Säure haben wir eben noch nicht. Wir könnten natürlich jetzt schon mal alchemitisch, da können wir eigentlich mal gucken gehen. Weil für den Astronomen haben wir eigentlich momentan nichts. Wir bräuchten halt die Säure. Und die werden wir wahrscheinlich selber herstellen können und müssen. Wir können mal gucken, was wir dafür an Material brauchen. Vielleicht haben wir schon genug Handmischer. Das werden wir so alles brauchen. Alchemiestufe, da brauchen wir auch noch verbesserte kegelförmige Gefäße. Ofen 2 kriegen wir die und dann noch das. Arbeitstisch haben wir ja schon. Handmischer, die könnten wir schon so herstellen. Alchemietisch 1. Alchemiemühle können wir auch schon. Ach nee, polierter Stein. Steinschneider, Stein. Doch, können wir auch schon herstellen. Steinschneider 2 können wir. Aber wir brauchen die hier. Verbesserte kegelförmige Gefäße. Da müssen wir mal gucken, ob wir die schon überhaupt herstellen können. Alchemietisch 2. Wir können natürlich gleich Alchemietisch 2 gleich herstellen. Alchemielager. Wollen wir das noch freischalten? Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Vielleicht können wir gleich den Alchemietisch 2 gleich bauen. Aber da brauchen wir wieder diese Stahlteile. Für Stahl muss ich auch wieder extra freischalten. Also machen wir doch den Alchemietisch 1 erstmal. Verbesserte kegelförmige Gefäße. Verbesserte Gefäße. Glasbläserei. Da. Die brauchen wir. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Grün und noch ein bisschen mehr Grün. 45. Das reicht aber gerade so. 40 Punkte. 20 Punkte. Also 15 brauchen wir da noch. 30, 80. Ja, das passt. Auch noch ein paar grüne Punkte. Passt das. Hast du irgendwo Schwefel gefunden? Nein, aber Schwefel kann ich freischalten. Das hatte ich hier irgendwo schon gesehen. Frag mich jetzt nicht, wo. War das hier? Nee, irgendwo war hier Schwefel. Irgendwo hatte ich hier Schwefel gefunden. Das war hier irgendwo etwas. Etwas weiter hinten. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das hatte. Irgendwo hatte ich hier. Nee, das muss ja unter Mining sein. Bauen und Handwerk. Da müsste es eigentlich drunter sein. Hier. Nee, doch das Schwefel hier. Verwandtes Erz. Verwandtes Erz, wertvolle Materialien. Da ist nämlich auch Graphit. Graphit braucht man nachher ja auch. Müssten wir dann nur herstellen können. Aber dafür brauchen wir auch wieder entsprechend grüne Punkte. Hier brauchen wir nochmal richtig viele grüne Punkte. Also Schwefel haben wir noch nicht. Dachte ich aber auch ehrlich gesagt schon dran.